Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Zugang gestalten, das können wir nur, wenn der Zugang überhaupt möglich ist. Von den Mühen der Ebene, so nannte es mein Vorredner Dietmar Preißler und meinte damit den mühevollen Weg zur Rechte, Klärung. Auch das Recht oder besser das Urheberrecht trifft eine Entscheidung darüber, ob der Zugang zum kulturellen Erbe möglich oder eben unmöglich ist. Und der Grund hierfür liegt ja nun bekanntlich darin, dass das Urheberrecht dem Urheber eines Werkes grundsätzlich das Recht vermittelt, bestimmte Nutzungshandlungen entweder zu verbieten oder unter bestimmten Bedingungen zu erlauben. Möchten wir also ein digitales Archiv an Werken, seien es Bücher, Fotografien, Film oder Tonträger, aufbauen und auf diese Weise unser kulturelles Erbe der Allgemeinheit zugänglich machen, so brauchen wir, sofern diese Werke noch geschützt sind, urheberrechtlich geschützt sind, die Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber. Gelingt es uns aber nicht, die Zustimmung einzuholen, etwa weil wir den Rechteinhaber nicht finden oder er auch seine Zustimmung verweigert, dann können wir dieses Werk für unser Archiv nicht nutzen. Wollen wir jetzt nun solche Werke entbehren, deren Nutzungsberechtigung wir nicht einholen können? Wohl kaum. Sollen wir darum auf das Recht verzichten? Schwer vorstellbar. Denn Zugang und Recht bedingen sich. Eine Bibliothek, ein Archiv oder salopp gesagt eine mehr oder weniger organisierte Ansammlung an Informationen nimmt im Rahmen des urheberrechtlichen Schaffensprozesses eine entscheidende Rolle ein. Denn das Wesensmerkmal solcher Informationsansammlungen liegt ja gerade darin, dass sie ein Bindeglied darstellen, eine Verbindung zwischen einerseits demjenigen, der eine schöpferische Leistung erbringt, dem Kreativen, und dem Rezipienten schöpferischer Leistung, also dem Nutzer, in dem bereits geschaffene Werke gesammelt, bewahrt und somit der Zugang für lange Zeit ermöglicht wird. Damit bilden solche Informationsansammlungen gerade wieder die Basis für weitere kreative Tätigkeit. Denn jede geistige Schöpfung beruht bekanntlich, erfordert zunächst den Zugang zu bereits bestehenden Informationen und damit auch Werken. Und dass neue Werke somit am Ende immer auf bereits bestehenden Werken beruhen, das wusste auch schon Goethe, als er sagte, und doch, bei aller Unvollständigkeit des Literaturwesens finden wir tausendfältige Wiederholung, woraus hervorgeht, wie beschränkt das Menschengeist und Schicksal sei. Wenn sich also Zugang und Recht bedingen, dann sollte das Recht so ausgestaltet sein, dass es den Zugang ermöglicht. Tut es dies nicht, ist also der Zugang trotz Recht unmöglich, dann kann auch das Recht nicht funktionieren, sprich die mit dem Urheberrecht verfolgten Ziele eben nicht erreicht werden, zum Nachteil der kulturellen Vielfalt. Prüfen wir also doch einmal, ob heutzutage das Recht den Zugang ermöglicht und beginnen zunächst bei der Frage, ob der Zugang möglich ist und schauen dann auf das Recht und beginnen zuerst einmal mit Deutschland. Und seit vielen Jahren wächst er hierzulande die Zahl an Digitalisierungsprojekten, welche an vielen, vielen Einrichtungen durchgeführt werden. Versucht man jetzt einmal zu eruieren, wie viele Werke tatsächlich digitalisiert sind, so stellt man schnell fest, dass kein flächendeckender Nachweis darüber existiert, wie viele Digitalisate heute tatsächlich schon vorliegen. Mag man einwenden, okay, wir haben die Deutsche Digitale Bibliothek mit ihren bis zu 10 Millionen digitalen Inhalten, welche ja erst im März diesen Jahres mit ihrer Vollversion starten konnte. Allerdings dürfen wir, trotz dieses wohlklingenden Titels, nicht vergessen, dass diese Bibliothek nur ein Portal darstellt, eben ein Portal, welches den Zugang zu unserem kulturellen Erbe eröffnen will. Es kann aber keine Antwort darüber zulassen, ob der Zugang möglich oder eben nicht möglich ist. Denn diese Inhalte aus der digitalen Bibliothek kommen ja von der dahinterstehenden Kultur- und Wissenschaftseinrichtung. Und in ferner Zukunft sollen es ja bis zu 30.000 deutsche Einrichtungen sein, die ihre Inhalte an die Bibliothek liefern. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen gerade einmal rund 2.000 in einem Kooperationsverhältnis. Und gerade mal 160 liefern regelmäßig Inhalte. Werfen wir darum einmal einen Blick auf die dahinterstehenden Einrichtungen und fangen an hier vor Ort bei der Staatsbibliothek zu Berlin. In dieser Bibliothek finden sich rund 13 Millionen Einheiten. Die Zahl der digitalen Einheiten liegt gerade mal bei 450.000.
und online zugegriffen, kann gerade mal auf 85.000. Oder schauen wir nach Süden, nach München, auf die Bayerische Staatsbibliothek, die einen Bestand von 10 Millionen Bänden hat. Auch dank einer mit Google eingegangenen Kooperationsverhältnis finden sich mittlerweile in der Bayerischen Staatsbibliothek über 1 Million digitalisierte Werke. Blickt man jetzt mal auf diese Digitalisate, so stellt man fest, dass ein großer Anteil aus dem 16. und 17. Jahrhundert, ein noch größerer Anteil aus dem 18., aus dem 19. Jahrhundert gar um die 380.000 Werke digitalisiert sind. Und aus dem 20. Jahrhundert gerade einmal 19.500. Und diese Bestände aus dem 20. Jahrhundert sind nicht nur in weit geringerer Anzahl vertreten, auch der Zugriff darauf ist im Gegensatz zu anderen Digitalisaten kaum oder nur mit Einschränkung möglich. Begeben wir uns nun in den Norden, nach Skandinavien. Vom Vertreter der norwegischen Nationalbibliothek, Roger Josevold, durften wir ja gestern Erstaunliches erfahren. Die norwegische Nationalbibliothek, nur noch mal zur Erinnerung, hat im Jahre 2006 sein umfassendes Digitalisierungsprogramm gestartet, mit dem Ziel, ihre komplette Sammlung zu digitalisieren. Und dieser Vorgang, so wird vermutet, wird 20 bis 30 Jahre dauern, bis dieser Gesamtbestand digital vorliegt. Aber bereits jetzt, im Jahre 2013, liegen beispielsweise bei Zeitungen schon rund ein Achtel digital vor. Bei Bildern sind es sogar ein Drittel, die digitalisiert wurden. Bücher auch etwa ein Achtel. Und bei Radiosendungen von rund 1,5 Millionen Stunden ist bereits über die Hälfte in digitalem Format umgewandelt worden. Dieses Digitalisierungsvorhaben der Nationalbibliothek umfasst daher nicht nur urheberrechtsfreie, sondern auch urheberrechtsgeschützte Werke. Und auf urheberrechtsfreie Werke kann ohne Probleme und ohne Einschränkungen auf zugegriffen werden. Auf die urheberrechtsgeschützten Werke muss man differenzieren. Manche können nur innerhalb dieser Einrichtung eingesehen werden. Ein anderer Teil kann von überall von zu Hause mit norwegischer IP-Adresse aufgerufen werden. Und dies geschieht im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Bokhylla-Projekt. Ob bestehender Urheberrechtsschutz oder nicht, im Rahmen dieses Projektes kann die norwegische Nationalbibliothek jedes Buch ihres Bestandes, welches bis zum Jahre 2000 in Norwegen veröffentlicht wurde, digitalisieren und für Nutzer mit norwegischer IP-Adresse zugänglich machen. Bis zum Jahre 2017 sollen so 250.000 Bücher digitalisiert und auch abrufbar sein. Kommen wir schließlich noch zu den USA. Eines der wohl bekanntesten und vielleicht auch umstrittensten Digitalisierungsinitiativen stellt bekanntlich das Google Books Projekt dar, das vor genau 10 Jahren ins Leben gerufen wurde. Und dieses Projekt besteht im Wesentlichen aus zwei Säulen. Zum einen das Google Partnerprogramm, das ist ein Kooperationsprogramm mit Verlagen, und das wesentlich bekanntere Bibliotheksprogramm. Und im Rahmen dieses Bibliotheksprogramms digitalisiert Google seit dem Jahre 2005 unabhängig bestehender Urheberrechte die gesamten Bestände von Gedächtniseinrichtungen, zuerst von US-amerikanischen Bibliotheken, später auch von anderen Einrichtungen, teils europäischen, beispielsweise die Österreichische Nationalbibliothek oder auch die Bayerische Staatsbibliothek. Wie viele Bücher Google mittlerweile digitalisiert hat, ist nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob William Petry gestern Zahlen genannt hat. Ich dachte, um die 20 Millionen dürften es wohl schon sein. Ja. Und diese 20 Millionen Bücher sind nicht nur digitalisiert, oft ist auch ein Zugriff, wenn auch nur teilweise sogar möglich. Und neben diesem Projekt finden sich in den USA auch die nicht kommerzielle Variante eines gigantischen Archivierungsprogramms. Es wurde schon angesprochen, es ist das Internet Archive. Und in dieser digitalen Bibliothek finden sich Software, Bücher, Musik, Film und auch Webseiten, die durch das Internet Archive archiviert werden. Und tatsächlich werden durch das Internet Archive rund 1000 Bücher pro Tag gescannt. Und mittlerweile finden sich da rund 6 Millionen Bücher. Und diese Digitalisate können gelesen, ausgedruckt und auch heruntergeladen werden. Wir sehen, es bestehen doch recht signifikante Unterschiede im Hinblick auf den Umfang der Digitalisierungsvorhaben in diesen drei Ländern.
Während in Deutschland die Bemühungen überwiegend auf urheberrechtsfreie Inhalte gerichtet waren und sind, werden in Norwegen urheberrechtsfreie, aber auch urheberrechtsgeschützte digitalisiert und zugänglich gemacht. In den USA finden sich umfassende Digitalisierungsformen, die seit geraumer Zeit in Gange sind und die mittlerweile einen gigantischen Bestand an Digitalisaten hervorgebracht haben. Worin liegen jetzt die Gründe für diese Abweichung? Blicken wir jetzt mal näher auf das Recht und beginnen wieder einmal mit Deutschland. Wie zu Beginn erwähnt, erlaubt das Urheberrecht ja einem Rechtinhaber, bestimmte Nutzungshandlungen zu verbieten oder unter bestimmten Bedingungen zu erlauben. Solche Nutzungshandlungen stellen auch die Digitalisierung eines Werkes, mit dem Namen Vervielfältigung bezeichnet man das, oder auch die Möglichkeit des Online-Zugriffs, öffentliche Zugänglichmachung dieser 19a. Nun sieht das Urheberrechtsgesetz in manchen Fällen trotz dieses bestehenden Verbotsrechts vor, dass man gewisse Nutzungshandlungen trotzdem vornehmen kann. Also man spricht von sogenannten Schranken. Ich habe jetzt mal versucht, alle solche Schranken auf einer Folie zusammenzutragen, deren Voraussetzung eine deutsche Gedächtniseinrichtung beachten müsste, wenn sie mit dem Gedanken spielt, ein Werk aus ihrem Bestand zu digitalisieren und einem Nutzer zugänglich zu machen. Ich habe gekürzt auch. Ich erspare uns jetzt mal das Lesen dieser Regelung und versuche das auf das Wesentliche zu beschränken. Da steht sehr verkürzt, die Digitalisierung ist zulässig, wenn sie zum Zwecke der Archivierung erfolgt. Und zum Zwecke der Archivierung bedeutet zu viel, sie darf nur zur Bestandssicherung oder zur betriebsinternen Nutzung bestimmt sein. Also keinesfalls, um ganze Bestände zu digitalisieren. Die Zugänglichmachung eines Digitalisats ist für eine Bibliothek zulässig, an elektronischen Leseplätzen in der Einrichtung und nur in dem gleichen Umfang, wie die Einrichtung physische Exemplare in ihrer Sammlung hat. Also nehmen wir mal an, die Einrichtung hat 2 Werke von Günter Grass, die Blechtrommel. Dann darf sie auch nur an 2 elektronischen Leseplätzen dieses Werk zugänglich machen. Wir sehen, die rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben es einer Gedächtniseinrichtung hierzulande nicht, eine umfassende Digitalisierung ihres Bestandes vorzunehmen. Es wäre jetzt natürlich unfair zu behaupten, Schuld an der ganzen Misere sei alleine der deutsche Gesetzgeber. Tatsächlich beruhen diese Vorschriften überwiegend auf europäischen Vorgaben. Die Krux resultiert nun daher, dass die Europäische Union mittels einer Richtlinie genau festgelegt hat, welche Schranken die Mitgliedstaaten einführen dürfen. Und aufgrund dieses festen Katalogs, das ist Mitgliedstaat nicht gestattet, neue Schranken, die in diesem Katalog nicht aufgeführt sind, einzuführen. Dass eben diese Richtlinie aus dem Jahre 2001 möglicherweise nicht mehr eine Antwort auf die heutigen Herausforderungen und Fragen haben könnte, ist natürlich auch der Europäischen Kommission nicht völlig verborgen geblieben. Und so hat man dann nach einigen Strategien, Diskussionspapieren, vor 2 Jahren eine Richtlinie erlassen, die es, wir haben es schon gehört, Gedächtniseinrichtungen erlaubt, solche Werke zu digitalisieren, deren Rechtinhaber nicht mehr auffindbar oder ermittelbar sind, sogenannte verwaiste Werke. Und der deutsche Gesetzgeber hat ja bekanntlich diese Richtlinie auch ins Nationalrecht umgesetzt. Dietmar Preisler hat es schon anschaulich erwähnt, die ersehnte Lösung ist die Schranke nicht. Nicht nur kann mit dem Auftauchen eines Rechteinhabers das Werk jederzeit dem Archiv wieder entzogen werden, auch der drohende Vergütungsanspruch macht die Sache auch nicht praktikabel. Zusätzlich hat der deutsche Gesetzgeber noch eine weitere Regelung bezüglich vergriffener Werke verabschiedet, aber auch die wird nicht die erhofften Lösungen bringen, denn bei beiden Regelungen, sowohl verwaiste und vergriffene Werke, stellt sich die Frage der Praktikabilität und vor allem, welche Effekte überhaupt beide haben werden. Denn beide Regelungen beziehen sich nur auf ganz bestimmte Arten von Werken und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ein einmal genutztes Werk wieder dem Archiv entzogen werden muss. Insofern wird so die erhoffte umfassende Hebung nicht erfolgen können und der Zugang nicht möglich sein. Schauen wir nun nach Norwegen und erinnern uns an diese Möglichkeit der norwegischen Nationalbibliothek, diesen gesamten Bestand an Büchern zu digitalisieren und zugänglich zu machen. Die Berechtigung der Nationalbibliothek für ein solches Vorgehen liegt in einer Besonderheit, in einer besonderen Regelung des norwegischen
und auch generell des skandinavischen Urheberrechts, der sogenannten erweiterten kollektiven Lizenz. Vereinfacht gesagt ermöglicht es dieses Modell, dass Kollektivverträge zwischen einer Verwertungsgesellschaft und einem Nutzer auf außenstehende Rechteinhaber ausgeweitet werden. Das hat für den Nutzer das sehr großen Vorteil, dass sobald er eine solche Lizenzvereinbarung abgeschlossen hat, er die Werke von allen Rechteinhabern in einem bestimmten Bereich nutzen darf. Das bedeutet, der Nutzer kann das Weltrepertoire an Werken in einem bestimmten Bereich rechtmäßig nutzen. Die Verwertungsgesellschaft zieht die entsprechende Vergütung ein und verteilt sie dann auf die Rechteinhaber. Und im Falle der norwegischen Nationalbibliothek im Rahmen dieses Bokhylla-Projektes bedeutet es, die norwegische Nationalbibliothek hat mit einer norwegischen Verwertungsgesellschaft eine solche Vereinbarung geschlossen und aufgrund dieser Vereinbarung ist sie berechtigt, Werke bis zum Jahre 2000 zu digitalisieren und auch zugänglich zu machen. Ruft man sich jetzt die zuvor erwähnten europäischen Rahmenregelungen in Erinnerung, insbesondere diesen festen Katalog an Schranken, fragt man sich natürlich, wieso gerade Norwegen und die skandinavischen Länder eigentlich in der Lage sind, ihren Gedächtniseinrichtungen die Möglichkeit zur Massendigitalisierung zu geben. Und der Grund hierfür liegt in einem dieser Richtlinie von 2001 den Vorschriften vorangestellter Erwägungsgrund, der so viel sagt wie: Diese Richtlinie berührt nicht die Regelung in den Mitgliedstaaten wie etwa der erweiterten kollektiven Lizenzen. Und anhand dieses Erwägungsgrundes ist klargestellt, dass das besondere Modell der Skandinavier eben nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie fällt und damit eigentlich auch nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Rechts. Kommen wir schließlich noch zu den USA. Es blieb natürlich nicht ohne Folgen, dass Google ganze Bibliotheksbestände trotz bestehenden Urheberrechts digitalisiert und zugänglich gemacht hat. Denn Google hatte vorab hauptsächlich mit den Gedächtniseinrichtungen Vereinbarungen geschlossen, nicht hingegen mit den Rechteinhabern. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Verbände der Autoren und Verleger klagten dann gegen Google wegen Urheberrechtsverletzung. Und nachdem mehrere Vergleichsversuche zwischen den Parteien, den sogenannten Google Book Settlements, gescheitert waren, verfolgte der Verband der Autoren die Klage weiter, verlor aber im November letzten Jahres den Prozess. Denn das Gericht war der Auffassung, dass Einscannen durch Google und das Zugänglichmachen sei rechtmäßig erfolgt. Die entsprechende Nutzungshandlung durch eine Schrankenbestimmung des sogenannten Fair Use gedeckt. Fair Use ist eine Bestimmung des US-amerikanischen Urheberrechts, eine Art Generalklausel, die es unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, dass ein urheberrechtlich geschütztes Gut genutzt werden kann. Ich habe jetzt mal versucht, diese Fair-Use-Bestimmung auf eine Folie zu projizieren. Sieht dann so aus. Zur Erinnerung, das war Deutschland, das sind die USA. Und sehr verkürzt heißt es da, dass in bestimmten Fällen für privilegierte Zwecke eine Nutzung fair sein kann und keinen Verstoß gegen das Urheberrecht darstellt, wenn vier Faktoren berücksichtigt werden. Zweck und Art der Nutzung, Art des genutzten Werkes, Umfang und Bedeutung des genutzten Werkes im Verhältnis zum Werk im Ganzen und Auswirkung der Nutzung auf Verwertung oder Wert des Werkes. Nicht mehr und nicht weniger. Dank dieser Fair-Use-Klausel können in den USA umfassende Digitalisierungsvorhaben betrieben werden, in deren Rahmen ganze Bibliotheksbestände digitalisiert werden können und auch zumindest teilweise einsehbar gemacht werden dürfen. Wagen wir ein Fazit. Wir konnten sehen, es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den genannten Ländern, was den tatsächlichen Umfang der Digitalisierung des kulturellen Erbes betrifft. Hier ist der Zugang möglich, dort ist er eben nicht oder nicht so möglich. Und zurückzuführen ist dies eben auch auf die urheberrechtlichen Rahmenbedingungen. Die USA haben Fair Use, ein Instrument, welches durchaus bewiesen hat, dass es in Zeiten, in denen das Urheberrecht, das Ende des Urheberrechts von manchen befürchtet, von den anderen herbeigerufen wird, eine Antwort bereithält. Aber dieses Fair-Use-Instrument ist im amerikanischen Urheberrecht ebenso immanent wie jener in der amerikanischen Verfassung niedergelegte Gedanke, dass die Rechtfertigung des Urheberrechts sich in der Förderung von Wissenschaft und Künsten erschöpft. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass man in den USA keine Scheu davor hat, urheberrechtlich geschützte Werke zu nutzen.
also zuerst den Zugang schafft und sich dann auf eine Rechtfertigung aller Fair Use beruft. Anders in Deutschland. Wir haben eine Vielzahl recht komplexer Einzeltatbestände, die einzelne Nutzungshandlungen mit Bezug auf bestimmte Werke und bestimmte Nutzungsrechte gestatten. Diese Schranken, wie der Name schon sagt, schränken ein, und zwar jenes durch das Urheberrecht gewährte Ausschließlichkeitsrecht. Es verwundert nicht, dass hierzulande der Ruf nach neuen Schranken oder einer Anpassung von Schranken oftmals als ein bösartiger Angriff auf das umfassende Recht des Rechteinhabers verstanden wird. Mögen auch die dahinterstehenden Interessen solcher Empörung vielleicht nicht weniger bösartig sein. Aber dies mag vielleicht erklären, dass man hierzulande unter einem solchen Verständnis nicht einfach mal loslegt, um den Zugang zu ermöglichen, sondern bereits bei der ersten Schranke stehen bleibt, die den Zugang nicht eröffnen will. Und Skandinavien? In Skandinavien verfügt man mit diesem Modell der erweiterten kollektiven Lizenz über ein Instrument, welches es erlaubt, mittels Kollektivvereinbarung diese gewünschten Nutzungshandlungen durchzuführen. Und dass die skandinavischen Länder geradezu verschont von europäischer Harmonisierung ihr Modell beibehalten, aber auch massiv ausweiten konnten in den letzten Jahren, dürfte sicher der besonderen Eigenart dieses Modells geschuldet sein und sicherlich auch dem sehr geschickten Lobbying der nordischen Länder. Aber sind wir mal ehrlich, die skandinavischen Länder sind dadurch seit Jahren in der Lage, bestimmte Problembereiche im Urheberrecht, und ich meine nicht nur den Fall der Online-Archive, Lösungen zuzuführen, während andere Länder bei der Suche nach entsprechenden, ihren Rechtstraditionen gemäßen Lösungen an völkerrechtliche oder europarechtliche Vorgaben gebunden waren. Welche Erkenntnisse bleiben jetzt für uns zurück? Brauchen wir Fair Use? Oder passt eine solche Generalklausel gar nicht in unser Rechtssystem? Und schafft man sich nicht mehr Rechtsunsicherheit als zuvor? Im Übrigen wäre eine solche Klausel mit dem europäischen Recht zum jetzigen Zeitpunkt schon gar nicht zulässig. Überhaupt Europa. Immerhin hat die Kommission in letzter Zeit angekündigt, den europäischen Schrankenkatalog anpassen zu wollen. Doch man kennt die behäbigen und durchaus schwer durchschaubaren europäischen Gesetzgebungsmühlen. Sie mahlen langsam. Könnten wir nicht jetzt schon etwas tun? Sollten wir uns nicht Skandinavien zum Vorbild nehmen und eine erweiterte kollektive Lizenz einführen? Oder überschätzen wir deren Potenzial? Verkennen den skandinavien-typischen Pragmatismus, übersehen die jahrzehntelange Erfahrung und die behutsame Entwicklung des Modells und die sehr komplexe Struktur an Rechteinhaberorganisationen in diesen Ländern? Oder wäre, um einen Bogen für den nächsten Vortrag zu schlagen, doch eine neue Schranke die bessere Lösung? Eine, die sich in unser Urheberrechtssystem leise einfügen könnte und einige Bestimmungen entbehrlich machen könnte. Über all diese Fragen könnten und sollten wir diskutieren, insbesondere darüber, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sinnvoll wären. Nicht allerdings darüber, was möglich wäre. Denn möglich ist immer alles, auch der Zugang. Man muss nur wollen.